Kann man mit Informationen heilen? Und hast du dich insgeheim schon mal gefragt, warum immer mehr Menschen krank werden, obwohl wir doch so viel Geld inzwischen in Forschung und in Entwicklung stecken? Und möchtest du vielleicht Informationen bekommen, wie du dir selbst vielleicht auch helfen kannst oder alternative Informationen bekommen kannst, wenn du vielleicht schon ein Krankheitsbild hast, eine Disharmonie, dass du Impulse bekommst, wie du da einfach noch selbst zu deiner Gesundung beitragen kannst, dann bist du hier jetzt genau richtig. Mein Name ist Irmgard Anna Bronder, ich bin mentalen Bewusstseinstrainerin und Lebensfreude-Coach und ich habe einen ganz, ganz besonderen Tipp heute hier für dich auf Lager. Kann man mit Informationen heilen? In diesem Tenor habe ich ja dieses Video hier für dich angefangen. Und könnte es vielleicht sein, dass man vielleicht Krebs, Parkinson, Alzheimer, Rheuma, Depression und Co. viel, viel besser im Heilungsprozess unterstützen könnte oder vielleicht auch heilen könnte, beziehungsweise behandeln könnte, wenn man sich bemühen würde, mal die Ursache zu erkennen. Die Ursache erkennen und die Ursache einfach mal beim Schopf packen würde. Und genau da kommt einfach der Begriff Information ins Spiel. Denn es ist inzwischen schon bei ganz vielen Erkrankungen gelungen, durch Informationsmedizin, die Behandlung ganz wunderbar zu unterstützen und den Heilungsprozess einfach viel, viel schneller in Gang zu setzen. Vielleicht ist der Dr. Med Volker Meissner noch vom Namen her ein Begriff. Er ist ja einer meiner wunderbaren Geschäftspartner. Wir haben zusammen einen ganz wunderbaren Selbsthilfekurs am Start, der sich da nennt Mit Absicht gesund. Und Dr. Volker Meissner ist unter anderem Präsident der Deutschen Akademie für Biomedizin und Energetik. Und Dr. Meissner hat ein wirklich hochkarätiges Team, ein hochkarätiges internationales Team aus Forschung, Lehre und Praxis vereint, hat Interviews mit diesen Experten geführt und daraus einen kostenfreien Kongress ins Leben gerufen. Und in diesem Kongress geht es darum, in diesen Interviews, die er mit diesen wunderbaren Experten führt, da geht es darum, was Information im Bereich der Heilung und Gesundwerdung ganz genau tun kann, welche Bedeutung überhaupt Information im Leben hat, auf unseren Körper, auf unser Energiesystem, auf unsere Gesundheit, im Ganzen gesehen, im ganzheitlich einfach gesehen, welche Informationen wir auch zum Beispiel über unsere Nahrungsmittel aufnehmen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Feld. Und in welchen Bereichen überhaupt das Thema Information eine sehr, sehr große Rolle spielt und wie Information bzw. Informationsmedizin in der Diagnostik, in der Therapie, also in der Praxis einfach eingesetzt werden kann. Und dieser Kongress ist kostenfrei, der startet jetzt am Montag, dem 24. September. Ja, und ich darf dich ganz herzlich im Namen von Dr. Meissner zu diesem Kongress einladen. Sicher dir dein kostenfreies Ticket. Du findest den Link hier irgendwo in der Nähe des Videos, unter dem Video, an der Seite oder oben drüber. Klick da drauf, sicher dir deinen Platz und hab ganz, ganz spannende Erkenntnisse und bekomm ganz, ganz viele Informationen bei diesem wunderbaren Kongress mit einem wirklich grandiosen internationalen Expertenteam, das du so in dieser Kombination sicherlich nicht auf dem Markt mehr, ja, zumindest auch nicht kostenfrei finden kannst. Alles Liebe, eine herzliche Umarmung und wie gesagt, viel Freude beim Kongress. Link ist irgendwo in der Nähe von diesem Video hier.